Habt ihr euch schon mal versucht, die fünfte Dimension vorzustellen? In diesem Video werde ich euch vorführen, dass das gar nicht so schwierig ist. Burkhard Heims Weltbild ist nämlich nichts Abstraktes, Fremdartiges, sondern etwas, das euch tatsächlich so vertraut ist wie eure eigene Hosentasche. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Nach Burkhard Heim leben wir in einer sechsdimensionalen Welt. Ich sage das fast in jedem Video, weil zum einen möchte ich die neu dazugekommenen Zuschauer auf dem Kanal natürlich abholen, zum anderen möchte ich aber auch für diejenigen, die schon länger dabei sind, das Thema immer nochmal wiederholen und von anderen Perspektiven beleuchten, denn es ist doch noch etwas sehr Fremdartiges, das man einfach immer wieder verinnerlichen muss. Daher möchte ich heute eine neue Perspektive auf das Thema versuchen. Zunächst einmal aber einen herzlichen Dank an alle meine Abonnenten für eure Treue und besonders an meine Unterstützer auf Patreon. Nichts würde ich lieber machen, als meine gesamte Lebenszeit diesem Projekt Burkhard Heim und allem, was damit zusammenhängt, zu widmen. Euer Beitrag bringt mich ein Stückchen weiter in diese Richtung. Manche, die hören, dass Burkhard Heim eine Welt mit 6 Dimensionen annimmt, die sagen, ja, kenne ich ja, die Superstring-Theorien haben ja noch mehr, ja, 11 oder 26 Dimensionen. Wenn man dann aber genauer nachfragt oder nachliest, dann können nicht einmal die Erfinder der Superstring-Theorien angeben, was diese zusätzlichen 7 oder 22 Dimensionen denn eigentlich sein sollen. Die sagen dann, ja, die sind aus den Gleichungen ergeben die sich zwar, das ist notwendig, aber ja, die sind irgendwie kompaktifiziert, im Mikrobereich aufgerollt, die sind zwar da, aber man kann sie nicht messen, also sind sie dann wirklich da? Gut, nehmen wir mal wirklich an, diese Theorien wären richtig, was sie nicht sind, Burkhard Heims Theorie ist richtig, aber wenn sie richtig wären, könnten sie niemals zu einem Weltbild werden, weil sie einfach völlig unanschaulich sind. Es ist nicht möglich, sie mit irgendeiner Art von Erfahrung in Einklang zu bringen, nicht einmal mit einer experimentellen. Burkhard Heims beide transzendente Weltdimensionen X5 und X6 sind es aber, auch wenn sich viele von euch davon vielleicht erstmal überfordert fühlen würden. Die Koordinate X5, mit der wollen wir uns in diesem Video beschäftigen, die nannte er Entelechie und er deutete sie als Strukturkoordinate. Sehen wir uns die Objekte in unserer materiellen Welt an, dann können wir Objekte mit geringerer und mit höherer Struktur unterscheiden. Ein Atom etwa ist weniger komplex als ein Molekül, und die Alltagsgegenstände sind die komplexesten Gegenstände, die wir in der physischen Welt haben. Und beide sind natürlich komplexer als Moleküle und Atome. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch Objekte, die zwar materiell sind, aber sich merkwürdig verhalten. Ich rede natürlich von Lebewesen. Lebewesen sind wiederum komplexer, deutlich komplexer als unbelebte Materie. Und innerhalb der Lebewesen können wir auch wiederum verschiedene Strukturniveaus unterscheiden. Ein Bakterium ist komplexer als ein Virus. Und eine tierische Zelle ist noch komplexer als ein Bakterium. Und noch komplexer sind Pflanzen und tierische Körper. Aus der Science Fiction kennt ihr bestimmt das Konzept der parallelen Welten. Also jemand reist in eine Parallelwelt und alle vertrauten Personen oder Orte sind zwar da, aber sie sind irgendwie anders oder haben andere Lebenswege eingeschlagen und so weiter. Ich habe noch nie einen Autor kennengelernt, der eine Erklärung dafür abgegeben hätte, durch was diese verschiedenen Welten eigentlich getrennt sind. Aber für Burkhard Heims fünfdimensionale Welt wollen wir uns jetzt mal die Vorstellung machen, dass es solche Welten gäbe, die durch die Koordinate X5 getrennt sind. Und uns dieses Konzeptes der Parallelwelten bedienen. Und wir zerteilen jetzt mal in Gedanken unsere vertraute Welt in einzelne, das heißt vierdimensionale Raum-Zeit-Welten, die jeweils nur einem einzelnen Strukturniveau zugeordnet sind. Und in Gedanken reisen wir jetzt durch solche Welten. Macht mit! Als erstes versetzen wir uns in die Welt der Elementarteilchen und würden feststellen, nach unseren Vorstellungen ist sie eigentlich fast völlig leer. Hier und da würden wir ein Teilchen der kosmischen Strahlung registrieren. Und an verschiedenen Orten würden plötzlich Elektronen auftauchen und an anderen wieder verschwinden. Und hier und da würden Neutronen entstehen
woraus auch immer. Erst in der Welt der Atome, die wir gleich betreten werden, würden wir erkennen, diese Neutronen entstehen immer bei einem radioaktiven Zerfallsereignis und die Elektronen dann, wenn ein Atom ionisiert wird und sie verschwinden, wenn es wieder rekombiniert. An bestimmten Orten wären ganze Wolken solcher freien Neutronen und in einer viel, viel ferneren Welt noch würden wir feststellen, ah, dort stehen Atomkraftwerke oder Atommülllager oder dort lagern Nuklearwaffen. Dann gehen wir jetzt in Gedanken eine Parallelwelt höher, nämlich in die Welt der Atome. Das, was wir als Luft kennen, wäre hier ein Gemisch von 95% Argon und einigen Prozent Helium und Neon und hätte einen Partialdruck von etwa 10 Millibar. Ansonsten wäre da nicht viel. Hier und da lägen einzelne Edelmetallatome herum. Und das war's schon. Etwas mehr los ist in der Welt der Moleküle. Hier wäre die Luft aber vor allem ein Gemisch aus Wasserdampf und Luft ohne die Edelmetalle und also Stickstoff und Sauerstoff, Kohlendioxid ohne die Edelgase. Und auch hier würden vielleicht hier und da einzelne Moleküle herumliegen und nichts weiter. Erst in der darauffolgenden Welt, derjenigen der Makrokollektive, da hätten wir endlich alle vertrauten Alltagsgegenstände. Also unsere Straßen, Häuser, Tische, Stühle. Auf den Straßen würden noch Autos herumfahren. Und in den Autos säßen Hüllen aus Kleidung, aber keine Fahrer. Die Landschaft wäre völlig kahl wie auf dem Mond, denn es gibt keine Pflanzen. Und auf den Tellern in den Küchen läge Essen, nur kein frisches Gemüse. Machen wir jetzt den Sprung in die Welt der belebten Materie. Und zwar gehen wir direkt in die Welt der Bakterien. Wir würden sehen, die säßen buchstäblich überall. Aber wir würden nicht sehen, worauf. Denn alle Oberflächen sind entweder höhere Organismen oder makroskopische Alltagsgegenstände. Gehört alles zu anderen Welten. Und von hier können wir, nach der Welt der Bakterien, können wir gehen in die Welt der Pflanzen. Die würden wir sehen, wir würden jeden Baum sehen, von der Wurzelspitze bis zur Krone. Aber nirgendwo wäre Erde. Aber es würde niemand stören. Und von da dann in die Welt der Tiere, also der tierischen Körper. Und hier würden alle Tiere herumspringen, mitten im Vakuum, aber sie sind quietschfidel. Und auch Menschen würden wir sehen, splitterfasernackt. Und wenn ihr jetzt denkt, das war aber eine merkwürdige Reise, dann muss ich sagen, ja, stimmt. Und solche merkwürdigen Eindrücke wären nur möglich, wenn wir nicht von Anfang an die Welt als fünfdimensional oder sechsdimensional sehen würden. Es wäre nur möglich, wenn wir wirklich nur vier Dimensionen sehen würden von den sechs, die da sind, und einmal einen Ausschnitt. Aber wir sind von Geburt an gewohnt, die verschiedenen strukturellen Welten, die uns da umgeben, zu einer einzigen zusammenzusetzen. Wir haben schon immer mit und in der fünften Dimension gelebt. Ich denke, auf die soeben beschriebene Weise kann man sich ganz gut veranschaulichen, dass die Welt, die uns umgibt, eben nicht nur Materie ist, sondern dass Struktur das A und O ist. Und ich möchte nochmal betonen, für den Fall, dass einige von euch das noch als Frage im Hinterkopf haben, warum habe ich in der Welt der Atome nicht die Atome in meinem Körper gesehen? Eben weil diese Atome in einer höheren Strukturstufe eingebettet sind. Und es zählt immer die höchste entelechiale Stufe. Die Atome in meinem Körper werden beherrscht von den Gesetzen, die meinen Körper beherrschen. Also von den Gesetzen, die auf dieser Strukturstufe wirken. Die dominieren die Gesetze, die die einzelnen Atome bestimmen würden. Die wären nur effektiv, wenn die Atome völlig frei wären. Erst wenn mein Körper abstirbt, dann wird er zu einem Teil der Welt der Makrokollektive. Und wenn er dann eingeäschert würde, dann würden für kurze Zeit einzelne Atome von ihm in der Welt der Atome in Erscheinung treten, bevor sie dann oxidiert, verbrannt sind und zu Asche sich wieder zusammenlagern und wieder zu einem Makrokollektiv werden, das zurück in die Erde geht. Eine weitere interessante Frage wäre, gehören die Bakterien in unserem Darm? Gehören die wirklich in die Welt der Bakterien oder sind sie so stark in die Symbiose mit dem Körper eingebunden, dass sie in einen höheren X5-Parallelraum gehören? Vielleicht würden wir
in der Welt der Bakterien nur die Bakterien sehen, die uns krank machen, weil bei ihnen das symbiotische Verhältnis mit uns verloren gegangen ist. Ich fürchte, das sind die einzigen Bakterien, die unsere Schulmedizin meistens sieht. Auch unsere Wissenschaft hat die Verbindung zum Leben und zum Geist verloren und deswegen versucht sie immer beides auf tote Materie zu reduzieren, ohne dass das jemals effektiv logisch funktionieren würde. Danke, dass ihr bis hierhin mitgemacht und durchgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Like da lasst oder auch ein Abo. Und in einem weiteren Video werde ich versuchen, Burckhardheims Bild der Welt auf ganz ähnliche Weise noch zu vervollständigen, denn es heißt ja 6 Dimensionen in Farbe.